Guten Tag, liebe Männer. Ich bin Partnervermittlerin Natalia. Wir sind in Kiew und ich habe hier unsere Kundin Evgenia. Die ist geborene Kiewer Frau und wir haben das große Glück. Die erzählt uns ein bisschen über Kiew. Женя, спасибо большое. Ты нам немножко расскажешь про Киев. Расскажи нам, где мы находимся. Ich sage, wir wissen schon, wo wir sind, aber Женя erzählt. Женя ist Kurzname von Evgenia, wie von jedem Namen, я расскажу, сокращенный я имею в виду. Kurzname. Ты знаешь немножко немецкий? Ну, я так ловлю его, я еврейский знаю. Евгения weiß ein bisschen Deutsch, kann ein bisschen Deutsch, deswegen die versteht schon einige Sachen, wenn ich sage, und deswegen versteht sie ein bisschen, ganz, ein bisschen gut. Давай выйдем чуть-чуть сзади, чтобы мы показали церковь, und wir stehen hier so wunderbar vor dem Andreevsky Kirche, wie Sie sehen. Женя, расскажи нам такое самое важное про это место, чем оно интереснее. И erzähl mal uns, liebe Евгения, über diesen Platz, wo wir hier stehen, womit ist dieser Platz so bekannt? Weil Евгения, die weiß alles über Kiew, das ganze Leben wohnt sie in Kiew. Мы находимся в Киеве, на Андреевском спуске. Это очень интересное место, часто посещаемое туристами. После Крещатика, это центральная Крещатик улица, на втором месте. Also nach Krishatik, Sie kennen alle Krishatik, das ist Hauptstraße in Kiew, ist hier dieser Platz, Andreevsky Abstieg, Andreevsky Kirche, der zweite berühmteste Platz und der beliebteste Platz für Touristen, die hierher kommen. Ja. Наше такси приехало? Да. Unser Taxi ist gekommen, aber wir werden dann trotzdem Ihnen ganz kurz ein paar wichtige Informationen erzählen. Und dann fahren wir zu Евгения nach Hause, schauen wir, wie sie lebt und erzählen. Und dann тебе. Скажем таксисту, пусть подождет. Да, сейчас мы посмотрим. Две минутки. Можно достать выключение? Нет, мы расскажем, да. А ты можешь позвонить все равно. И так, Евгения sagt jetzt. Я позвоню потом. Позвоню. Евгения sagt, der Taxifahrer kann ein bisschen warten, der haut nicht ab. Давай, кратко. Значит, расскажи кратко. Нам, что нужно здесь смотреть, да. И что здесь такого особенного. Расскажи, как ты говоришь. Спуск, улица небольшая. Это пешеходная дорога. Машины здесь ездят очень мало, только по пропускам. Здесь много картин, много исторических мест. Тут жил такой автор Булгаков, мистический автор всех мистических своих произведений. Also, теперь давай мне, потому что я ж не забуду все. Also, Андреевский Abstieg ist eine sehr kurze, ziemlich kurze Straße. Autos fahren hier sehr begrenzt. Gibt es Teile, wo die Autos gar nicht fahren oder die Autos müssen bestimmte Erlaubnisse haben, hier zu befahren. Hier waren berühmte Menschen hier gewohnt, wie zum Beispiel Bulgakov, der Autor von sehr mysteriösen Werken. Der hat geschrieben Romane, sehr berühmt. Der hat auch hier gewohnt. Ja. А что написал Булгаков такого? Про Киев, про здесь? Мастер и Маргарита, у него все события в Киеве. И он здесь жил, да? Да, он здесь жил. Надо сказать еще два слова. Он жил в 13-м доме, Андреевский спуск, 13. Булгаков. Der hat eine Geschichte, Roman, Мастер и Маргарита geschrieben, über die Ereignisse, die in Kiew passierten. Und wohnte hier im Haus Андреевский, Abstieg 13. Und 13 ist auch, wie Sie wissen, besondere Zahl. Да? 13 и, тоже ist такое. В своем 13-м доме он прожил 13 лет. In seinem Haus Nummer 13 hat nur 13 Jahre gelebt. Yes. Wow. Да. Hat man schon Gänsehaut, уже мурашки по коже. Дальше. Здесь, на Андреевском спуске, много исторических домов, которые сохранились еще до революции. Деревянные постройки. Ну, давай пройдемся, покажем чуть-чуть. Hier auf dem Andreevsky Abstieg gibt es ganz viele Häuser, die sehr alt sind. Und die ältesten Häuser, die sind noch Holzhäuser und die vor der Revolution noch gebaut sind. Wir zeigen hier ein bisschen Ihnen, damit Sie ein bisschen so sehen, weil Taxi wartet schon, Taxi уже нас ищет, бедный, он под видео нас, таксифарер hat uns nicht gesehen, aber der weiß nicht, was für eine wichtige Mission machen wir. Taxi не знает, какую-то мы важную миссию тут сейчас сделаем. So, да, рассказывай дальше про вот это, когда ты время теряешь, чувство времени. Улица, Андреевский спуск, улица не длинная, короткая, но когда я гуляю по этой улице, время для меня теряется. Многие здесь имеют разные ощущения. Вот у меня потеря времени. Я могу начинать гулять
с утра, и мне кажется, что я чуть-чуть гуляю, а кажется, на самом деле уже много времени прошло. Андреевский Рапштик erzählte uns Евгения ist ganz besonderes. Jeder Mensch erlebt hier besondere Gefühle, besondere Empfindnisse, besonderes mysteriöse Ereignisse können mit jedem anderen passieren. Zum Beispiel bei Женя passiert immer so, egal wann sie kommt, die verliert hier Zeitgefühl. Die sagte, es kann sein, ich komme hier morgen früh. Die Straße ist so kurz, da kann man hier nicht viel machen. Und trotzdem sagte sie, guckt sie auf die Zeit, sind so 6 Stunden sind vergangen. Это не мое ощущение, это научно доказанный факт, что здесь очень много мистических событий происходит. Рядышком с нами есть Лысая гора. Und das ist nicht nur die Ereignisse oder Gefühle oder Einbildungen von Evgenia, sondern hier ist auch nachgewiesen, das sind mystische Ereignisse immer wieder aufgetreten passieren. Und hinter uns gibt es zum Beispiel Berg, also Berg mit Glatze. Экстрасенсы и те, которые занимаются люди энергетикой, говорят, что в конце мая на Варпилиев день ведьмы слетаются на свой шаббат. Also und Esoteriker, die Menschen, die sich damit auskennen, die erzählen, im Mai, Ende Mai, kommen Hexen hierher und treffen sich zu ihrem Fest. Почему она называется Лысая? Лысая, потому что на этой горе давным-давно, еще пока Киев строился, строили разные замки. И замки, и дворцы, и Лысая гора себя все сбрасывает, разрушает всеми способами. Ничего на ней так и не сохранилось, ни одной постройки. Warum ist dieser Berg heißt mit der Glatze? Warum Glatzberg? Es war eine bestimmte Zeit, man hat auf diesem Berg sehr gute, schöne Schlösser gebaut, immer wieder. Und die konnte man nie bis zum Ende bauen, weil die sind immer kaputt gegangen. Und man hat gesagt, dieser Berg schmeißt alles weg. Da kann nichts halten, nichts heil bleiben. Und bis jetzt ist da nichts heil geblieben. Wo ist die genau die Lysaia Gora? Она вот ее не видно, нужно как бы правее немножко спуститься вниз. Man sieht hier diesen Berg nicht, aber wenn Sie zum Beispiel nach hinten gehen, ja, und dann muss man irgendwie die Richtung gehen, also rechts von uns, dann werden Sie finden. Хорошо видно Андреевский спуск. Und dann von diesem Berg können Sie sehr schön Андреевский Abstieg sehen. Да. Рядом с Лысой горой есть старое кладбище со склепами, тоже там. Но это уже тема такая. Dort am diesem Berg gibt es ein sehr alter Friedhof. Das ist auch ein besonderes Thema. Da gibt es noch Skelette, kann man noch sehen. Скажи мне, пожалуйста, вот еще вот это соединение, да, бедных и богатых. Abstieg hat mir noch Евгения vorher ein bisschen erzählt, dieser Андреевский Abstieg. Das war die Verbindung zwischen Reichen und Armen. Reiche haben wo gewohnt, богатые где у нас были? Майдан? Богатые были за Андреевской церковью наверху. А бедные жили на Подоле, внизу. Подол – это как бы низ юбки. Вот он и называется Подол Киева. Also, das ist so. Подол, wir wissen, zurzeit ist Подол sehr reicher Stadt. Früher Подол war eigentlich für die Armen. Hier ist Андреевский Спуск, wie Sie sehen. Das ist Андреевские Kirche, die wir kennen. Und nach oben war der Stadtteil für die Reichen. Wenn Sie nach oben gehen, dahin, kommen Sie zu Maidan. Eigentlich das ist der Teil, wo dann schon Michailovsky, Sophia-Kathedrale und Maidan beginnt. Und hinten ist Podol. Podol bedeutet unter dem Rock, Ende des Rockes. Und deswegen ganz am Ende der Stadt Kiew war das. So war das auch der Name entstanden. Ну что? Все. Все. Das war eigentlich so Einführung. Der Taxi wartet schon 10 Minuten. Wir haben Zeitgefühl wieder verloren. Und der Taxi, der weiß wirklich, aber wir erzählen jetzt alles für Deutschland, damit die Menschen das mehr und mehr wissen. Говорю, мы скажем ein bisschen таксисту, что мы снова потеряли чувство времени. Да. На Пстику. Да, да, да. Und wir fahren jetzt zu Евгения nach Hause und schauen, wie sie lebt, wie sie wohnt. Die hat eine wunderschöne Dacia. Und wir schauen, wie sehen die ukrainischen Dacia. Сейчас к тебе в гости на дачу поедем. Und dann werden wir noch mehr von Kiew und Kiewer Frauen erkennen. Мы еще больше того знаем о киевлянах, о киевских девушках. И о Жене. Und natürlich an Евгения. Danke, Евгения. Спасибо большое тебе. Danke. Liebe Männer, bis auf das nächste Video. Wiedersehen.
Все, пока. Tschüss. Tschüss. Und das ist das Haus von Michael Bulgakov. Das ist immer noch Andrejewski Abstieg, Andrejewski Street. Und das ist das Haus, wo er gewohnt hat. 13, wie wir schon erwähnt haben. Haus 13. Und hier hat er, wie wir wissen, 13 Jahre gelebt. Wenn wir so ein bisschen laufen, dann sehen wir hier auch Denkmal für den. Das ist natürlich Stolz der Nation.